Moin, ich bin Maren aus Ostfriesland und ich mache heute für euch eine Fischsuppe. Dazu setze ich erstmal ein wenig Wasser auf, um Brokkoli zu garen. Ich nehme etwas Salz, damit der Brokkoli auch gut Geschmack hat. Und fange dann an, den Brokkoli in kleine Röschen zu zerteilen. Man sollte darauf achten, dass die Röschen nicht zu groß sind, damit sie auch Platz auf dem Löffel haben. Den Strunk muss man nicht wegwerfen, den kann man schälen und in kleine Würfel schneiden und dann mit garen. Oder später dann im Ganzen dazugeben und pürieren. Sobald das Wasser kocht, können die Röschen und die Stielwürfel in das kochende Wasser gegeben werden. Sobald das Wasser wieder etwas aufkocht, wird dann Hitze vom Herd genommen, damit das dann leicht durchgaren kann. Während der Brokkoli in dem Topf vor sich hin badet, nehmen wir uns den Fisch vor. Als Fisch eignet sich Filet vom Seelachs, Rotbarsch, Kabeljau, was gerade im Angebot ist oder was gerade da ist. Scholle geht auch sehr gut. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass das Fischfilet möglichst grätenfrei ist. Es ist nichts Unangenehmeres, als wenn man die ganze Zeit die Gräten aus dem Mund holen muss. Der Fisch wird ganz einfach gewürfelt. Die Würfel vom Fisch geben wir in eine Schüssel. So. Als nächstes nehmen wir uns eine Zitrone, teilen die in der Mitte und beträufeln mit dem Saft der Zitrone den Fisch. Man sollte vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Zitronensaft nimmt, weil dann später die Suppe sehr sauer werden kann und durch die Säure, die Sahne oder das Creme Fraiche, was wir später noch hinzugeben werden, ausflocken kann. So, und stellen das zur Seite. Als nächstes gucken wir mal, was unser Brokkoli macht. Der muss noch ein wenig garen. Je nachdem, ob man den gerne etwas bissfester oder etwas weicher macht, lässt man den etwas weniger lang oder länger kochen. Jetzt ist der sehr gut, also er hat noch etwas Biss, aber ist gut zu essen. Ich fische jetzt die Röschen aus dem Wasser mit einer Schöpfkelle. Man kann das Ganze auch in einen Durchschlag geben. Ich stelle den Herd aus und gieße erstmal das Wasser ab. Den Topf können wir so wiederverwenden. Den brauchen wir gar nicht groß abwaschen. Da kommt nämlich gleich die Suppe wieder rein. Der nächste Schritt ist, dass wir die Fischbrühe erhitzen. Etwa 1 Liter, kann auch etwas weniger sein. Gehen wir wieder in den Topf. Und bringen sie zum Kochen. Wenn die Brühe dann kocht, geben wir den Brokkoli dazu. Auch hier wieder mit der Schöpfkelle, um das Gespritze zu vermeiden. Dann geben wir etwa 200 ml Sahne dazu. Wer mag und hat, kann gerne auch noch ein paar frische Kräuter dazu geben, Petersilie, Schnittlauch, ähnliches. Entweder aus dem eigenen Garten, vom Balkon oder aus der Tiefkultur. Wir stellen das jetzt von der Wärme wieder ganz runter, dass es nicht mehr kocht und geben jetzt den Fisch hinzu. Man sollte darauf achten, dass die Suppe jetzt nicht noch groß kocht. Der Fisch wird in wenigen Minuten darin ganz von alleine gar ziehen. Wenn man jetzt nochmal das Ganze kochen lassen würde, würde der Fisch einfach in seine Bestandteile zerfallen und das wäre ja schade. Schmecken das jetzt gleich einmal ab.
ja, geht gut. Man kann die Suppe auch anstatt von Sahne zu verwenden, kann man auch sehr gut Kräutercreme fraiche nehmen oder auch zum Anrichten etwas Creme fraiche. Krabben oder Räucherlachs passen auch sehr gut dazu. Die Krabben können dann beim Anrichten hinzugegeben werden, obendrauf als Deko, oder der Räucherlachs würfeln nochmal mit unterrühren. Und das ist schon die Suppe. Guten Appetit!